Jo, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gala 17. Ja, wir wollen jetzt gleich Stroh aufschütten. Und ja, ich wollte mal jetzt erstmal gucken. Wir haben ja vor, ich habe jetzt doch mich schon entschlossen, Stroh jetzt schon um 10 zu schütten, weil ich hatte ja eigentlich gesagt, wir wollten das um, na, wie heißt, um 13 Uhr machen, aber nee, schon relativ trocken, also machen wir das mal jetzt. Ja, die dicke Kuberta, die hat wieder hier schöne, ja, alles runtergeschmissen. Da muss ich dann heute Abend nochmal heran und muss ein paar Klacken hier wegmachen, aber ich denke mal nach dem Füttern liegt da noch mehr. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal los und guck mal nach dem, na, also dann schütten. Wo habe ich denn jetzt den Schlepper hingestellt? Ach, bin ich der Manulli? Da steht hier. Steut hier. So. Ja, dann hier schön ein Einkreisler, Pöttinger. Und dann hier ein 3,7er. Oder welchen habe ich denn eigentlich? Ein 3,7er oder? Ach, 3,9er. Ja, ein 3,9er. Hinten ist auf, vorne ist auf. So, fahren wir mal raus. Ja, zack, Frontladerbait hoch. Dann fangen wir mal an. Ich will jetzt nicht hinten, ne, ich fahre nicht nach Garona. Nein, ich fahre jetzt hier lang. Ja, dann wie gesagt, na, wie hieß er nochmal? Hector, der kam halt an und hat gefragt, ist was zu tun, ihm ist langweilig. Jo, hat er sich um den Grubber gesetzt. Da vorne, Grubber der gerade. Oh, kann er machen. Ja, ist alles gut. Boah, scheint so. Alles in Ordnung. Dann fangen wir mal an und schütten ein bisschen Stroh. So. Dann aufklappen. Gerade davor, wir wollen keine schiefen Schwaden machen. Gas. So, dann, wie schnell fahren wir? Muss ja auch gut rechnen, also denk mal, 10 ist lang gemessen. Ja, 12 ist in Ordnung. Erwischen wir alles. Ja, sieht ganz gut aus. Schön geschüttet. Schön geschüttet. Na, schütte ich die jetzt. Ja, muss ja nur geschüttet werden. Ich mache die jetzt nicht zusammen, ich schütte die nur einmal. Schütten heißt, also die bei der also oben drüber ist jetzt trocken von der Sonne. Aber unter dem Schwad drunter, da ist noch feucht. Und deswegen wollen wir jetzt, dass halt das umgedreht wird, dass dann die nasse Seite oben ist. Und dann können wir das in so 2, 3 Stunden wegpressen, wenn das. Ja, oder? Können wir das in 2, 3 Stunden wegpressen, wenn das in Ordnung ist. Ja, normalerweise fängt man ja morgens noch gar nicht an zu schütten. Macht man ja eigentlich erst so vielleicht 2, 3 Uhr macht man das. Aber da es trocken genug ist und also da es jetzt schon richtig gut getrocknet hat, können wir eigentlich das schon schön schütten jetzt. Das ist in Ordnung jetzt. Ja, dann machen wir hier mal einen schönen Schwert. Hier müssen wir mal arg langsam hier fahren. So. Drüber. Wir haben mal eine Presse jetzt, eine neue. Weil die alte Kuh, die wir vorher hatten, die ist kaputt. Da haben wir hinten das Ganze, sind Steine reingekommen und dann sind die ganzen Messer kaputt gegangen. War nicht besonders schön. Aber naja. Hoffentlich muss ich den halt nochmal schütten, dass es nochmal regnet. Weil ich will eigentlich schon, dass wir das Stückchen jetzt hier wegkriegen. Ne? Wäre mir schon wichtig, dass das alles so ist, wie es ist. So, hoch. Schön die Gelenkachse hinten drin.
Ja, ich denke mal, vielleicht, wenn Gerd aufstehen kann, der liegt immer noch im Bett, ne? Wenn Gerd aufstehen kann, dann hilft dem ja auch noch, na, hier, Ballen zu fahren. Oder wenn nicht, muss halt der Helfer ran. Also der Lehrling sozusagen. Ja, ich habe da 12 eingestellt. 15 können wir fahren, das ist in Ordnung. Oh, das, naja, das ist aber eigentlich arg schnell. So, 13, 12 ist war in Ordnung. Zack. Dafür langt ja hier der Schlepper dreimal, ne? Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum der Junge nur einen Kreisel hat. Ja, zum Schütten reicht das. Das muss ja nur umgedreht werden, ne? Was will ich denn da in zwei Kreise? Ist nur unnötig Sprit, was da verfahren wird. Und vor allen Dingen meint die Schaden nochmal gerade. So, wo ist denn jetzt Gerd? Hector, oh Mann. Gerd und Hector sehen sie so ähnlich. Ah, oh, weiter, weiter, weiter. Ah, falsche Pedal. So, dann machen wir das hier noch wieder. Tempo Mauern rein und auf, wie geht das? Ja, der 3-9er, der geht gut, finde ich. Der ist in Ordnung. Einer meiner Lieblingsschlepper. Sieht nicht schlecht aus, sagen wir mal so. Ja, dicke Bullen, aber egal. Ich hätte nochmal einen Wender nehmen können. Ach, muss man auch manchmal machen, wenn das denn ganz nicht klappt. Ja, was bringe ich? Oh Mann, ich und der Plinker, ne? Zwei Freunde, die sich gut streiten. Dann müssen wir halt dann nochmal bei Oma und Opa dann bald mal vorbeigucken. Ja. Da mal gucken. Ich will mal. Und Oma und Opa haben einen neuen Mitarbeiter, den Marius, gekriegt. Will mal gucken, wie der sich da macht, ne? Vielleicht wollte der dann hier mir vielleicht auch nochmal helfen. Muss man mal gucken. Oma und Opa haben von dem geschwärmt. Ein ganz guter Kerl, haben sie gesagt. Ja, finde ich gut, wenn sie Marius gut finden. Ja, dann mache ich jetzt hier nochmal weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, bis denne. Schöne Dö. Hoffentlich hat euch gefallen. Ach, und danke nochmal an 300 Abonnenten. Ne? Also, boah, ihr seid echt Hammer. Aber es kommt dann auch noch 300, also nicht 300 Abonnenten-Special, aber ich mache dann mal eine Roomtour für euch. Da habe ich schon gehört, die wünschen sich einige. Das mache ich dann mal. So, dann. Ciao, bis denne. Danke nochmal. Macht's gut. Tschüss.